Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti mitten aus dem Training und ich zeige euch heute mal Fliegende. Ihr habt euch gewünscht, ein bisschen mehr zu Fliegenden zu hören. Es gibt schon ein Video zu Fliegenden, aber jetzt gibt es mal ein kleines Update. Ich werde euch heute zwei Varianten von Fliegenden zeigen. Eine sehr unbeliebte mittlerweile, aber zu Unrecht. Und eine, die einen anderen Winkel reinbringt und ein echt tolles Gefühl und tollen Pump bringt. Dennoch, einer meiner effektivsten Brustübungen überhaupt ist gerade die, die heutzutage etwas verschrien ist. Und zwar Fliegende mit Kurzhanteln. Diese Übung ist prädestiniert, um Verletzungen hervorzurufen. Ja, das stimmt. Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich liege und die Kurzhanteln von hier oben, von einer, ja, sehr leichten Belastung, weil ihr direkt die Arme durchgestreckt habt, da ist kaum Belastung auf die Brust, relativ wenig auf der Schulter und so könnt ihr es lange halten. Die Streckung kommt hauptsächlich vom Trizeps. Wenn ihr dann aber hier runter geht und in die 90 Grad, umso näher ihr die 90 Grad kommt, desto schwerer wird es. Und bei der 90 Grad, erst recht, wenn ihr die Arme weit ausgestreckt habt, dann ist es unheimlich viel Spannung und Gewicht, die ihr auf Brust und Schulter habt. Und dieses Ungleichgewicht zwischen dem 90 Grad Winkel unten und oben, wo kaum Belastung ist, das ist das, was diese Übung so unbeliebt macht und wo viele... Ich sag's jetzt mal ganz hart, möchte gern Personal Trainer auf YouTube sagen, das ist aber nicht gut. Warum doch? Zum einen Gegenfrage. Wer sagt, dass eine gleichmäßige Belastung besser ist für die Reizsetzung zum Muskelaufbau, heißt für die Hypertrophie? Niemand. Ganz im Gegenteil. Die Muskeln zu schocken, indem man hier unerwartet viel Spannung und Gewicht draufbringt und dann nach oben führt, sorgt sogar bei mir dafür, dass ich, und jetzt bitte nicht zu kritisch sehen, lasst mich aussprechen, direkten Muskelkaterreiz bekomme. Das sagt mir zumindest, selbst wenn ich die Übung das 100. Mal hintereinander mache und immer wieder Muskelkater nur durch die eine Übung bekomme, lasse ich die weg, kann ich so viele Übungen machen, wie ich will, ich kriege nicht den gleichen Reiz gesetzt, nicht so viel zerstört im Training. Und das sagt mir, da passiert etwas, etwas wirklich Wichtiges. Und ja, Muskelkater ist kein Beweis dafür, dass Muskelwachstum entsteht, ist aber ein Indiz dafür, dass man sehr stark den Muskel gereizt hat, egal wie. Nur ein Indiz, deswegen locker sehen. Ich habe gemerkt, und das merkt ihr nur durch Ausprobieren, das merkt man auch auf meinem Kanal, ich sage es immer wieder, ihr müsst für euch selbst rausfinden, welche Übungen was bringen oder nicht. Jetzt gibt es aber ein paar Sachen zu beachten, denn ein Teil der Kritik ist berechtigt, sie ist sehr gefährlich, die Übung. Wer schnell hier runterkommt und es nicht drauf hat, das Gewicht langsam zu kontrollieren, die negative, seht ihr hier. Das Video dringend mal angucken, die negative langsam ausführen. Wer nicht langsam hier unten reingeht und wer zu weit in die Dehnung geht, der riskiert natürlich, dass eine enorme Spannung gerade da, wo eine Dehnung auch noch entsteht, draufkommt und dann kann was passieren. Also, wir merken uns, geht nicht zu weit runter. Es gibt hier kein Range of Motion Schwachsinn. Auch dazu gibt es ein Video, wo man sagt, ihr müsst ganz runter, bis eure Hände fast auf dem Boden sind. Nein, geht so weit runter, ich würde schon fast empfehlen, dass ihr nicht über die 90 Grad rauskommt. Sicherheit, kleiner Tipp, macht das auf dem Boden und nicht auf einer Bank. Dann könnt ihr gar nicht zu weit runterkommen. Von da aus wieder hoch. Das ist das eine. Geht nicht zu weit runter. Und langsam nach unten. Wenn ihr die fallen lasst und unten dann ansetzt wieder und auffangen müsst das Gewicht, klar passiert dann was. Jetzt kommt ein Aber. Aber ich empfehle euch trotzdem, nehmt ein Gewicht, bei dem ihr trotzdem die Arme fast ausgestreckt habt. Wenn ihr unten in eine Bewegung kommt, die dem Bankdrücken ähnelt und dann drückt ihr wieder hoch und habt sie erst dann ausgestreckt, bringt die Übung nicht das, was sie sein soll. Versucht trotzdem, die Arme immer in dem gleichen Winkel zu haben. So wie jetzt, wie ich das mache. Ich habe es immer im gleichen Winkel. Ihr könnt, um das ein bisschen abzufangen, unten reingehen. Vor allem, wenn es zu viel auf die Ellbogen bei euch geht. Aber nicht mehr. Versucht das möglichst zu verhindern. Und dann gibt es eine Variation, die ich gerne reinbringe und die werde ich euch jetzt zeigen. Also bin jetzt schon mitten im Training, ich bin warm. Ich werde das jetzt mit einem relativ hohen Gewicht anfangen, mit dem ich 6 bis 8 Wiederholungen schaffe. Davon mache ich jetzt 2 Sätze und danach zeige ich euch das Ganze auch nochmal am Kabel. 32,5 Kilo. Thank you.
versuche sie möglichst ausgestreckt zu halten. Als Trainingspartner könnt ihr gut testen, ob ihr keine zu starke Entlastung habt. Spürt es auf der Brust. Wenn im obersten Punkt die Brust plötzlich nachlässt und nicht mehr angespannt ist, hat er zu viel aus der Kontraktion rausgenommen. Versucht die Kontraktion im obersten Punkt zu halten. Das fordert eine ganze Menge Konzentration. Macht es mit eurem Partner mal. No homo, sagt man das heutzutage noch? Darf man, glaube ich, gar nicht mehr. Haltet mal die Hand drauf und testet das. Ihr werdet merken, dass sie oben plötzlich irgendwann einfällt. Das soll nicht geschehen. Und gut, anspannen, anspannen, anspannen und wieder runter. Tief einatmen. So, ebenfalls ganz wichtig zu beachten ist, was ihr euch schon sagt, es gibt mehrere Techniken, um die Kontraktion hier oben zu halten. Push die Brust richtig oben raus, heißt aber nicht die Schultern nach vorne. Die Schultern bleiben immer hinten und unten, wie auch bei den anderen Bankdrücktipps. Die bleiben hier. Versucht, eine Einatmetbewegung zu machen. Ich stelle mir mal vor, ich bin auf einem großen Berg und atme tief ein. Macht diese Übung mal vor. Kennt ihr das? Ich zeige es euch mal im Stehen. Ihr kennt das, ihr steht auf einem hohen Berg und die Heldenpose. Atmet tief ein, öffnet euren ganzen Brustkorb, macht euch breit, atmet ein, bringt richtig Lungenvolumen rein. Und so soll das sein, wenn ihr zurückkommt. Stellt euch das bildlich vor, wie ihr tief einatmet und atmet auch tief ein. Aber dann haltet ihr die Brust trotzdem in der Position. Ihr geht da nicht wieder nach vorne, sondern... Ihr seht, die Brust bleibt vorne, Schultern sind hinten und unten. Ihr macht nicht den. Ist in vielen Tipps schon drin, hier auf dem Kanal. Hierhin. Öffnen, Brustkorb weit. Und das Ganze so machen. Das ist das eine. Im obersten Punkt Spannung halten, Brust anspannen. Das erfordert extrem viel Fokus und Konzentration und ist deswegen tatsächlich eine sehr fortgeschrittene Übung. Das werden die wenigsten schaffen, die gerade mal 6 Monate trainieren bis ein Jahr. Es erfordert viel Konzentration. Jetzt kommt eine Steigerung. Wenn ihr das Ganze steigern wollt, könnt ihr noch eine Drehung reinbringen. Und zwar, wenn ihr leicht in die Supination geht und quasi den kleinen Finger nach innen dreht, hier oben, dann könnt ihr euch mit der Drehung darauf konzentrieren, die Brust nochmal hier unten anzuspannen. Auch das ist mehr eine Gedankenbrücke, um da noch mal eine Kontraktion reinzubringen. Und dann dreht ihr es wieder halbwegs raus, öffnet und wieder rein. Hier kommt die Drehung rein und ihr versucht noch mal richtig Spannung unten in die Brust zu bekommen. Das ist noch weiter fortgeschritten. Ich würde sagen, das ist so die Enddisziplin für die Anfänger. Ja, der mittlere Weg ist hier oben die Spannung zu halten, ganz fortgeschritten. Stufe 3 ist etwas eindrehen. Stufe 1 geht nur bis etwas weniger als schulterbreit. Euer Partner kann euch helfen und eine Sperre machen. Etwas weniger als schulterbreit bis dahin, dann bleibt auf jeden Fall Spannung drauf und wieder runter. Sobald ihr die 90 Grad mit dem Arm passiert, werdet ihr die Brust entlasten. Das spürt euer Partner, das spürt ihr auch selbst. Dann ist es leicht, dann könnt ihr das eine Minute halten. Also geht nur bis da und wieder runter. Bis da und wieder runter. Ja, eingeschränkte Bewegungsamplitude, aber ja, mehr Spannung auf die Brust. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade rausgefunden, warum die Kamera ausgegangen ist. Gerade bei dem spannenden Teil von Maib, die Kamera ist überhitzt. Hier im Studio könnt ihr mal sehen, was wir hier durchmachen. So, nochmal mit 27,5 hinterher und achtet jetzt mal auf meine Technik. Wir machen jetzt noch die Fliegenden hier
am Kabel. Hier ist das Besondere, und das seht ihr auch in meinem Kabelvideo, dass der Winkel verändert wird, wo die Belastung am höchsten ist. Vorher hatten wir die beim 90 Grad zum Boden Winkel. Da war die Belastung am höchsten. Jetzt habt ihr es im 45 Grad Winkel, die höchste Belastung, weil das wiederum die 90 Grad zum Kabel sind. Wer jetzt ein bisschen durcheinander kommt, schaut sich bitte das Video an, aber natürlich vielleicht erstmal öffnen und dieses Video zu Ende schauen. Auf jeden Fall eine andere Belastung, und wir haben viel mehr Belastung auf die Spitzenkontraktion. Es gibt nicht mehr diese Entlastungsstufe. Die wir vorher hatten, wo plötzlich der Muskel ein bisschen die Brust nachlässt, weil man nicht mehr so viel leisten muss, die gibt es hier nicht ganz, weil es immer so ein bisschen nach außen zieht und die Brust deswegen im obersten Punkt in der Spitzenkontraktion weiterhin angespannt ist. Das ist super, das nutzen wir, und das gibt einen Mörderpump. Heißt aber nicht, dass es besser ist. Merkt euch das, denn auch eine sehr ungleiche Belastung über die volle Bewegungsamplitude kann dafür sorgen, dass ihr bessere Wachstumsreize setzt. Glaubt diesen YouTube-Bullshit also nicht und probiert es mal selbst aus. Jetzt eben noch die Variante hier. Damit ihr euch hier auch keinen abreißt, erstmal einen nach vorne ziehen, den Atem holen, wie bei der fliegenden Maschine. Das reicht auch. So, das sind zwei fliegende Varianten. Ich muss sagen, diese hier gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl. Die andere ist eine Powerübung, die ihr vor allem am nächsten Tag oder zwei Tage später am besten fühlt. Nach wie vor fliegende für mich die Reizübung schlechthin für die Brust. Sollte man nicht missen. Ihr habt die vier Stufen gehört. Ich fasse sie nochmal zusammen. Fangt an vielleicht auf dem Boden. Keine Hantelbank. Auf dem Boden, dann kommt ihr nicht zu weit runter. Nicht zu weit runter gehen und oben nicht zusammenführen, schulterbreit, etwas mehr als schulterbreit enden und nur diesen kleinen Bewegungsradius. Ist schon brutal. Spannung wird gehalten, enorme Spannung. Versucht hier unten nicht zu sehr in die Beuge zu gehen und die Hand fast mit dem Boden zu berühren. Die Hand mit dem Boden berühren. Ihr seht, der Booster lässt nach, Tyrosin lässt nach. Und nächste Stufe ist, macht das gerne auf die Bank. Weitere Stufe ist, versucht hier oben die Spannung zu halten und geht weiter in die Spitzenkontraktion. Vierte und letzte Stufe ist, dreht ein wenig die Hände ein und bringt hier nochmal eine besondere Spannung rein und dann wieder runter. Das ist die Maximalstufe für Fliegende. Probiert's aus, aber scheut diese Übung nicht, weil euch irgendwelche erzählen, die wäre nicht gut. So. So viel zum fliegende Video. Wir machen jetzt unser Brusttraining weiter, falls der Mike noch kann. Also, wem das gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Schaut euch mal die anderen Videos hier an. Schaut bei Protein Arena vorbei. 15% bekommt ihr einfach mal von eurer Bestellung abgezogen. Einfach nur so mit dem Code GOTTI15. Und naja, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis bald. Like. Gotti und Mike.